Ich stehe hier auf der Bühne im Bühnenbild von Emil Solar das Geld. Und gleich haben wir auch Probe. Wir sind in den Endproben, es ist die letzte Probenwoche. Und das Stück ist entstanden aus einem Roman. Emil Solar, großer französischer Romancier, hat eine ganz, ganz große Romanserie geschrieben, die sogenannten Rougon-Macquart. Und das ist ein Jahrhundertwerk. Und das Geld, das, was wir jetzt hier auf der Bühne machen, ist ein Teil dieser großen Romanserie. In jedem Roman untersucht Solar einen anderen Teil des gesellschaftlichen Seins. Und in diesem Roman Das Geld, wie der Name schon sagt, geht es um die Börse. Und das hat mich sehr fasziniert an dem Stoff. Ich habe das Buch gelesen und fand es wahnsinnig modern und hatte sofort Lust, das für die Bühne zu bearbeiten. Aber das ist sehr schwer, weil es ein 500-Seiten-Buch ist. Und wir mussten sehr viel herausfiltern, immer weiter herausfiltern, bis wir sozusagen die Essenz des Romans erfasst haben. Und das habe ich versucht, in faszinierenden Theaterbildern dann einzufangen, mit einem Panoptikum der französischen Fin de siècle Gesellschaft. Und wir spielen das Stück in historischen Kostümen, aber vom Inhalt her ist es total modern.